Der zweite Teil des Bundesländerduells Wien gegen Oberösterreich, der fand im Paschinger Waldstadion statt. Wobei Rapid die neu entfachte Liebe zum Land ob der Enns bestätigt hat. Denn das bis gestern auswärts schwächste Team der Liga feierte auch Saisonsieg Nummer 2 in Oberösterreich. Am Mittelkreis im Mittelpunkt standen aber vor dem Anpfiff seit Tagen die beiden Trainer. Denn Didi Constantini und Peter Packold sind seit genau 3 Jahren und der gemeinsamen Zeit in Klagenfurt beim FC Kärnten, salopp gesagt, keine wirklich dicken Freunde mehr. So sieht man sich also wieder. Constantini war 2004 Sportdirektor beim FC Kärnten, Peter Packold sein Wunschtrainer. Doch geendet hat alles im Streit. Ich habe gesagt, das ist nur, dass ich die Leute sind nicht mehr überzeugt von ihm. Naja, ich bin nicht überzeugt, ob er der Richtige ist. Solche Sachen, dass man mir vorwirft, ich kriege es nicht und alles. Oder ich gehe mufflig durch ein Ding. Ich mein, nicht besser. Ein Trainer ist auch nicht immer gut aufgelegt. In meiner schlechten Stimmung habe ich dann Sachen von mir geben, wo ich sage, in der Situation, wie ich es gesagt habe, stehe dazu. Das, was du von dir da gegeben hast, das war aus meiner Sicht charakterlos. Mittlerweile ist aber etwas Gras über die Sache gewachsen. Er hat meinen Respekt und ich habe seinen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass zwei auseinandergegangen sind, die sich gut vertragen haben. Es waren auch gewisse Leute auch im Hintergrund, was dieses auch, dass zu solchen Unstimmigkeiten gekommen ist. Die haben da einen Teil dazu auch beigetragen. Einen traumhaften Beitrag für den Gewinn der 3 Punkte liefert danach Mario Basiner mit einem wahren Kabinettstückchen in Minute 55. Seit 23. Juli muss der schon stark in der Kritik stehende Kroate auf seinen 3. Treffer für die Hütteldorfer warten. Doch mit diesem Treffer, Marke Tor des Jahres, hat er das Vertrauen seines Trainers bestätigt. Ein absolutes Traumtor und ich vergönne ihm es von Herzen, weil er ist schon sehr, sehr lange jetzt bei Rapid und natürlich heftig in der Kritik gewesen. Und mit diesem Tor hat er natürlich einiges zurückbezahlt. Ja, Tor ist immer schön zu schießen, aber wenn es nur für 1 Punkt zählt oder keine Punkte, dann ist es egal. In diesem Fall war es sehr wichtig für die Mannschaft und darum ist es ein besonderes Tor für mich. Und wenn man als auswärtsschwächstes Team der Liga plötzlich in der Fremde führt, dann geht alles so leicht, als würde man bergab spielen. Der Beweis ist dieser Lattentreffer von Steffen Hofmann-Ersatz Branko Boskovic 1 Minute nach Basiners Führungstreffer. Dass es an den völlig verdienten 3 Punkten für die Grün-Weißen nichts zu rütteln gibt, beweist darüber hinaus diese Szene knapp vor dem Schlusspfiff. 11 Spiele ohne Auswärtssieg hat Rapid auf dem Konto und nun 2 Siege, beide in Oberösterreich. Zuerst in Ried und nun in Pasching. So wie scheint, waren die letzten 2 Spiele für uns sehr fruchtreich. 2 Spiele, 6 Punkte in Oberösterreich. Also eine gute Bilanz. Besonders positiv hervorhebt sich vor den Augen der beiden Teambeobachter Lindenberger und Ruttensteiner 1 Woche vor einem Länderspiel gegen Ghana, übrigens mit Martin Hieden, ebenfalls ein Rapidler. Schwer tut man sich dagegen, zurzeit will man beim FC Superfund positive Aspekte finden. Denn die 11 von Didi Constantini, die gegen Rapid ohne die erkrankten Saria und Dospel aufläuft, steht zwar in der Abwehr gut, nach vorne hin gelingt aber viel zu wenig. In den ersten 45 Minuten sorgen nur diese beiden Kopfbälle von Bauer und Gilewitz für Gefahr. Nach dem Seitenwechsel muss schon dieser Pamminger Schuss als Chance bezeichnet werden, um auch nur eine annähernd gefährliche Offensivaktion der Paschinger zeigen zu können. Und wenn nach vorne einmal etwas gelingt, dann scheitert es am letzten und entscheidenden Pass und in diesem Fall am guten Stellungsspiel von Martin Hieden. Ich verstehe es nicht ganz. Wir spielen uns einfach zu wenig Chancen raus und dann wird es halt schwieriger, dort zu schießen. Ja, es ist oft nicht so erklären. Es ist so, man spielt mit einer Spitze und vom Mittelfeld kommen alle nach. Aber es ist halt so, dass das ganze Gefüge nicht zusammenpasst, weil sehr viele Wechsel sind durch Verletzungen, durch Krankheiten. Die Folge der 270 torlosen Minuten ist eine magere Ausbeute von 4 Punkten in 4 Frühjahrsrunden. Rapid macht dagegen dank Basiners Traumtor punktemäßig weiter Boden gut. Und so schnell kann es gehen. Vor ein paar Wochen war noch der Abstieg Thema Nummer 1. Nun ist es der internationale Startplatz. Diese 3 Punkte sind sehr wichtig für uns. Das war eine Richtung für uns, Richtung UEFA Cup. Ich will jetzt nicht zu euphorisch sein. Wir haben jetzt wieder gewonnen und wir müssen uns aber jetzt weiter so konzentrieren, wie wir das die letzten Wochen gemacht haben, dann ist das schon sehr positiv. Und menschlich positiv verlief schlussendlich auch das Wiedersehen der beiden Trainer, frei nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von früher. Wir haben sehr zufriedene, sehr gut gelaunte und sehr selbstbewusste Rapidler jetzt gehört. Kann das ein richtiger grün-weißer Lauf jetzt im Entstehen sein? So schnell kann es gehen, ja, so schnell geht es bei der 3-Punkte-Regel. Rapid hat von den
letzten 6 Spielen 5 gewonnen und ist in einer guten Position nicht, auch auf den UEFA Cup anzugreifen. Höhepunkt des Spiels, der spektakuläre Treffer von Mario Basina. Tut das auch bei dem Mann gut, den geholt hat zu Rapid? Ja, ich habe ihn nicht alleine geholt. Wir waren alle miteinander überzeugt von seinen Qualitäten. Ja, so Tore schießt in Österreich kaum einer. Und er hat eine schwere Zeit bei Rapid hinter sich, weil sehr wenig von dem gelungen ist, was wir uns erhofft haben durch seine Verpflichtung. Er hat auch große Ansprüche an sich selber. Und ja, wie gesagt, man kann da immer wieder sagen, so dieses Tor schießt in Österreich kaum einer. Alltag, Pasching auf der anderen Seite. Ist die Mannschaft ein bisschen in der Krise im Moment? Krise? Es läuft nicht wirklich rund. Also, sie haben auch ein bisschen Probleme mit dem Tore-Schießen. Und ja, sind jetzt mittlerweile nur mehr 3 Punkte vor Rapid. Also sehr eng alles in der Tabelle.